Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss! Oh, warte! Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Juhu! Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires machst du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Ein Baumstammcafé. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand scheint sich sehr um das Café zu kümmern. Gehe ich auf jeden Fall hin. Aber noch nicht. Ich soll hier warten. Hinauf zur Stadtmauer. Rutschig im Winter. Oh Mann. Ich wünschte, ich wäre im Winter mal hier. Das wäre ein perfekter Ort zum Runterschlittern. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Auf einem der Zettel steht in schwer lesbarem Gekritzel: Achtung! Mein Name ist August. Ich bin 5 Jahre. Jahre alt. Ich spiele gerne Piano. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Und dann hat er noch ein lustiges Gesicht darunter gemalt. Vermisst. Wer auch immer meinen Silberlöffel gestohlen hat, gib ihn zurück. Ich brauche ihn zum Graben, weil meine Schaufel verschwunden ist. PS, meine Schaufel will ich auch zurückhaben. DS. Liebes Mauswald, mein Nachbar hat sich über Lärm während der Schlafenszeit beschwert. Bitte haltet euren Geräuschpegel so hoch wie möglich,
Er hat es verdient. Liebe Grüße an Nonni Maus. Auf einem der Zettel steht in schwer lesbarem Gekritzel: Ach, tu, ich dank. Noch so ein Aufkleber. Oh! Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Entschuldigung, aber... Keine Zeit! Muss üben! Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei! Wuhu! Was für ein seltsames Eichhörnchen! Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten! Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Etwas sagt mir, dass es äußerst unklug wäre, nicht auf den Hasen zu hören. Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Oh nein, oh nein. Hallo? Alles in Ordnung? Psst, ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen, aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Oh, da steht wirklich jemand hinter dir. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben.